Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei unserem kleinen Live-Chat, herzlich willkommen Ihnen allen. In 80 Tagen um die Welt, das ist für viele Generationen von Jugendlichen notwendigerweise ein Traum geblieben, für einen nicht. Und den haben wir heute zu Gast, Boris Herrmann, der gerade seine Weltumsegelung beendet hat, zusammen mit seiner Frau Birte Lorenzen Herrmann, die gleich zugeschaltet werden. Wir haben natürlich einen Riesenrespekt vor der Leistung der Weltumsegelung. Allein einmal 44 Tage mehr um die ganze Welt, Wellen und Wind trotzend. Das ist eine riesige Leistung. Und Boris Herrmann hat nicht nur diese härteste Regatta der Welt beendet, er hat sich auch in die Herzen und ich vermute nicht nur der Deutschen hineingesegelt. Ein richtiger Run, der auf die regelmäßigen Übertragungen von der Sea Explorer in die abendlichen Häuser über die Bildschirme geflimmert ist. Jetzt sehe ich Sie auch beide, lieber Boris Herrmann, liebe Birte Lorenzen Herrmann. Ist das Kind auch dabei? Ja, die ist ja auch dabei. Wie heißt das Kind? Marie-Louise. Marie-Louise, herzlich willkommen auch dir. Seien Sie herzlich gegrüßt. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Es geht schon wieder gut, sehe ich, ne? Ja, genau. Ich habe schon wieder die ersten Nächte durchgeschlafen und fühle mich ganz gut wieder. Und es ist so schön, wieder unter Menschen und bei meiner Frau zu sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind froh, dass Sie wieder festen Boden unter den Füßen haben. Wir sind froh, dass Sie wieder in Deutschland sind und vor allen Dingen ein bisschen Zeit für uns und die Zuschauerinnen und Zuschauer mitgebracht haben. Und ganz zu Anfang gehört natürlich ein herzlichen Glückwunsch für das, was Sie geleistet haben. Ich weiß, dass Sie sich möglicherweise ein bisschen ärgern, weil es noch hätte mehr sein können, wenn nicht der Fishtrawler in die Quere gekommen wären. Aber ich glaube, Sie sind zufrieden und die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland sind es mit Sicherheit auch. Lieber Boris Herrmann, die meisten Fragen sind an Sie gestellt worden. Sie sind jetzt nicht sauer, wenn ich mit Ihrer Frau mal beginne, die erste Frage zu stellen. Frau Lorenz Herrmann, ich glaube, vor fast 4 Monaten ist Ihr Mann auf die Reise gegangen. Haben Sie eigentlich denselben Mann wiederbekommen, der weggefahren ist? Ich könnte mir vorstellen, dass nach einer solchen Anstrengung, einer solchen Leistung, wenn man froh ist, das alles hinter sich gelassen zu haben, verändert das auch einen Menschen oder ist die Frage zu früh im Augenblick? Ja, ich glaube, die muss ich zweigeteilt beantworten. Auf der einen Seite ist er einfach der Alte, da bin ich froh. Wir konnten regelmäßig Kontakt halten, haben uns viel ausgetauscht auf der Reise, weil wir über WhatsApp-Call die Möglichkeit hatten, lange und intensiv auch während der Reise zu sprechen und sind intensiv in Kontakt geblieben, sodass er an unserem Leben an Land teilhaben konnte und ich auch an der Abenteuerreise mehr teilhaben konnte auf See. Aber natürlich macht es, glaube ich, schon was, so eine Reise, aber im positiven Sinne, dass man mit einem Fokus wiederkommt, der ja den Blick auf das Wesentliche lenkt. Ich glaube, als du da draußen warst, hast du schon gemerkt, was ist eigentlich wichtig, die Werte von Familie, das, was Zusammenhalt bedeutet und das spüre ich hier. Für Ihren Mann, für Boris Herrmann, war das bestimmt ganz wichtig, dass er ab und zu an dem kleinen Bildschirm die Tochter hat sehen können. Ja. Hat die Tochter umgekehrt ihren Mann auch sehen können? Ja, sie konnte ihn tatsächlich sehen in Videos, die er hochgeladen hat. Und live konnten die beiden sich hören. Und es ist auch ganz niedlich, sie hat auf seine Stimme reagiert, immer nach dem Telefon gepatscht und fröhlich erzählt, wenn Boris versucht hat, sie so ein bisschen die Stimme zu animieren. Also die beiden sind sich noch vertraut geblieben über diese Zeit, ja. Sie beide haben ja nicht nur eine Leidenschaft, das Segeln, sondern Ihnen liegt Umweltschutz am Herzen, der Schutz der Ozeane, dazu werden wir gleich noch kommen. Aber ich glaube, alle wären uns böse, wenn wir nicht doch am Anfang ein paar Fragen zu der Segelregatta, der härtesten Regatta, wie ich vorhin gesagt habe, der Welt frage. Wie hält man das durch? Wie bereitet man sich überhaupt darauf vor, diese fast 80 Tage auf dem Meer und das allein unterwegs zu sein unter härtesten Bedingungen? Gibt es eine Vorbereitung, mit der man die Psyche stabilisiert, bevor es losgeht? Ja, die wichtigste Maßgabe für mich war, unterwegs immer zu denken, einen Tag zur Zeit und nicht alle 80 Tage im Kopf
vor mir herzuschieben, sondern ich habe mir oft auf meiner Seekarte, auf der elektronischen Seekarte, so einen Punkt markiert, wo ich abends sein zu denke zu sein. Und auf diesem, da habe ich alle meine Energie drauf fokussiert und gesagt, das ist schaffbar. Bis heute Abend schaffst du. Du weißt, wie man bis da segelt. Und am Abend habe ich mir gesagt, okay, du kannst noch einen Tag schaffen, bis da. Und sozusagen, ich weiß, wie man einen Tag segelt und ganz oft einen Tag macht irgendwann 80 Tage. Also ich glaube, das war eine ganz interessante Erfahrung für mich, wie unglaublich viel Geduld man bei manchen Sachen haben muss. Und man darf nicht versuchen, das ganze Haus auf einmal zu bauen, sondern man muss erst einfach die Steine hinlegen, die die Grundmauern, den Grundriss legen und dann die nächste Schicht. Und vielleicht ist es beim Klimawandel auch genauso, dass wir können nicht dieses ganze große Problem auf einmal sozusagen im Kopf lösen und müssen vielleicht auch so eine Geduld mitbringen und natürlich aber auch die Ambition, dass es möglichst schnell vorangeht. Ja. Flatten the curve, das, was wir im Augenblick in der Bekämpfung des Virus sagen, gilt eigentlich auch beim Klimawandel. Die Kurve nachhaltig und stetig wieder nach unten bringen. Nun sagen Sie ja ganz zu Recht, man muss sich das Programm ein wenig aufspalten, damit man nicht den ganzen Berg vor sich hat. Normalerweise liegen aber für uns Normalos zwischen dem heutigen und dem morgigen Tag ein paar Stunden Schlaf, 5 bis 8 Stunden. Das war es bei Ihnen nicht so ganz, ne? Ja, das ist richtig. Es war auch gar nicht so leicht, damit umzugehen. Dort die meiste Zeit der Regatta verbringen wir eigentlich auf einer kürzestmöglichen Strecke rund um die Antarktis. Und dort unten ist fast immer Tageslicht. Die Nacht ist nur ganz kurz und auch nur ein Dämmerlicht. Und das heißt, man muss wirklich sehr genau und diszipliniert darauf achten, gut genug Schlaf zu bekommen. Weil natürlich das Adrenalinniveau ist die ganze Zeit sehr hoch. Das Boot braucht einen ständig. Es sind Alarme, die piepen. Und deswegen versuche ich, an kurzen Momenten Schlaf zu finden, so wie Catnapping kann man das nennen, wie eine Katze, die immer kleine Naps findet. Und das hatte ich oft geübt, dass man auch durch so Selbstkontrolle versucht, dann schnell einzuschlafen. Leicht gesagt, aber in der Aufregung wirklich nicht immer einfach bei dem Lärm, bei den Bewegungen des Bootes dann wirklich Schlaf zu finden. Haben Sie das geübt vorher? Haben Sie versucht, mit weniger Schlaf auszukommen? Gar nicht unbedingt mit weniger, aber ich habe sozusagen versucht, so Beruhigungstechniken einzustudieren, autogenes Training oder Selbsthypnose oder wie auch immer man das nennen will. Und dazu gibt es eine kleine Anekdote. Bei meinem Zivildienst in Kiel für einen Träger, wo psychisch Behinderte gelebt haben in einem Wohnheim und ich musste die oft hin und her fahren, ich musste Lebensmittel holen, Medikamente und so weiter. Ich war so eine Art fahrender Bote mit so einem VW-Bulli. Und ich habe immer versucht, an den roten Ampeln einzuschlafen, bis die Autos hinter mir hupen. Das war sozusagen die Kür des Kurzschlafs. Ja. Natürlich zur leichten Störung der Fahrer direkt hinter mir, aber das war sozusagen eine Methode, Das Hupen der Autos hinter Ihnen, das waren jetzt die Alarmsignale von Ihren verschiedensten Kontrollgeräten, nehme ich an. Ganz genau, ganz genau. Ja. Aber Sie müssen doch eigentlich 24 Stunden Kontrolle über das Boot haben. Wie lange können Sie das per Autopilot fahren? Das fährt die ganze Zeit tatsächlich per Autopilot. Es ist nur in manchen Segelmanövern oder wenn ich den Kurs ändere, um danach meine Schot dicht zu winschen oder so. Nur da greife ich manchmal zur Pinne. Mhm. Ansonsten fährt das Boot die ganze Zeit unter Autopilot mit Radar, mit Transponder und all diesen Geräten und mit... Und ich sitze dann dort am Computer und schaue mir die Wettermodelle an, wo es lang geht. Und weit draußen auf dem Ozean fährt man so dahin und sieht über Wochen nichts, weder Land noch andere Schiffe noch irgendwas. Ja, nun habe ich natürlich während der Regatta auch gesehen, dass die Boote eigentlich als unsinkbar gelten. In einem Fall gab es den Beleg für das Gegenteil, ne? Von Escoffier. Ja, richtig. Bei dem Schiff waren zu dem Zeitpunkt die Kollisionsschotten, die es im Schiff gibt, es gibt so wasserdichte Schotten, die waren nicht eingesetzt, die waren nicht geschlossen. Der Grund, warum der Skipper das offen lässt, ist, weil man oft die Segel hin und her bewegt, von vorne nach hinten. Und in dem Fall hat er das dann nicht zugemacht. Und hätte er die zugehabt, hätte, kann man immer sagen, hinterher, aber dann ist so ein Schiff tatsächlich im Prinzip unsinkbar. Das Schiff treibt sicherlich auch noch dort auf dem Ozean. Ja. Nur er wurde dann ja tatsächlich durch eine Welle aus dem Cockpit rausgeschleudert. Also vom Schiff weggerissen. Ja, ja. Zum Glück mit seiner Rettungsinsel, die er in der Hand hatte, die ziemlich schwer ist. Und Hätte er es nicht überlebt, vermutlich, ne?
Also einfach ja wirklich sozusagen mehrfacher Worst Case, aber es ist gut gegangen, toi toi toi, und so viele Unwahrscheinlichkeiten, die dort aufeinander getroffen sind. Ja. Ja, ich meine, das fand ich auch beeindruckend, wie schnell es im Grunde genommen gelungen ist, eine kleine Mannschaft zusammenzubringen, zu der Sie gehörten, die sich auf die Suche und Nachforschung begeben haben und am Ende ja auf diese Weise auch sein Leben gerettet haben. Bevor wir zu dem Thema Klima und Sauberkeit der Ozeane kommen, noch eine Frage, die ja fast ein bisschen skurril klingt, aber Sie haben ja, wie ich gelesen habe, durchaus ein bisschen Höhenangst. Ja. Und mussten dann auch noch nachts auf den Mast drauf, um irgendwas zu reparieren. Ich glaube, ein Riss im Segel. Ich meine, ich kann mir vorstellen, es gibt ja keine stabile Situation, an der das Boot auch nur einen Moment stillsteht. Wie kommt man überhaupt hoch und wie haben Sie sich selbst überwunden? Ja, also wenn ich im Hafen dort hochgehe, dann schnappe ich ein paar Mal nach Luft und versuche nicht nach unten zu schauen und überwinde meine Höhenangst auf dem schwankenden Schiff und dazu noch ganz alleine. Das war tatsächlich, brauchte ich eine große Überwindung. Aber das Gute war sozusagen, ich musste hoch, weil ein Segel sich verhakt hatte. Wir haben so einen Verschlussmechanismus. Wir winschen das Segel hoch. Das rastet ein in einem mechanischen Schloss. Und diese Mechanik war von Salz so verkrustet, dass die Mechanik sich nicht mehr gelöst hat. Ja. Und jetzt waren wir am Ende des St. Helena Hochs. Es ging ins Südmeer und es war das größte Segel, das Raumschutzsegel, was sich dort verhakt hat. Das muss natürlich runter, bevor ich meine Reise fortsetze in die rauen Gewässer. Und daher war keine Wahl. Und es waren auch gar nicht so schlechte Bedingungen. Aber trotzdem, das Boot auch noch mit langsamer Fahrt ist gegen die Wellen noch angefahren und hat noch seine Bewegung gemacht, seine Schläge, die natürlich im Masttop unendlich viel virulenter sind. Aber wir hatten das zum Glück sehr gut geübt, diese Prozedur mit Bergsteigern, mit spezieller Ausrüstung, mit Protektoren, Helm und so weiter. Und daher ist es dann auch, hat es dann sicher geklappt. Es war nur eine Riesenangst und eine Riesenüberwindung. Ja, Boris Herrmann, Sie haben sich den Traum erfüllt. War es das jetzt mit der Vendée Globe oder hatten Sie noch mal Lust? Ja, das ist auch eine Diskussion, die ich zuallererst mit meiner Frau führen muss und die wir auch führen, denn natürlich sowas kann man nicht alleine schaffen, das schafft man nur im Team und die wichtigste Person im Team ist natürlich die Ehefrau, die einem den Rücken nicht nur frei hält, sondern Birte hat ja auch im Team aktiv mitgearbeitet für die ganzen Edukationsteil und insofern hat sie da sicherlich ein Wort mitzureden. Und Sie fragten am Anfang, es ist ja noch der Alte und ja, ich kann mich selbst besser kritisieren, aber ich bin wahrscheinlich viel zu sehr gleich wieder der Alte, der den ganzen Tag am Telefon verbringt und versucht, die Zukunft schon wieder vorauszudenken. Da müssen wir sicherlich, aber nee, ich denke mal schon, es soll weitergehen, wir wollen es nochmal machen, wir wollen vielleicht ein neues Schiff bauen und versuchen, ja, das Rennen irgendwann zu gewinnen natürlich. Mein Eindruck ist ja auch der, wenn ich auf das Bild schaue und Ihre Tochter sehe, in 4 Jahren redet auch noch jemand mit, nicht nur Ihre Frau. Ne? Ja. Sie versucht jetzt schon fleißig mitzureden, wie man hört. Frau Lorenzen Herrmann, mussten Sie eigentlich Ihren Mann überreden, neben der Teilnahme an der Regatta auch noch etwas für die Erhebung von Umweltdaten und Daten, Wasserqualitätsdaten im Ozean zu machen? Oder war das schon seine Idee? Nee, die Idee entstand gemeinsam. Also ich glaube, Boris lebt mit auf dem Meer, er ist Zeuge des Klimawandels und da ist es ganz klar, dass ein Interesse kommt, was ist da eigentlich unter der Oberfläche vom Ozean? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel? Und unser Interesse ist da einfach gemeinsam entstanden. Wir haben viel darüber geredet, sind in Austausch gekommen. Boris hatte schon in seinem Studium als Schwerpunkt gehabt, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Und ja, bei mir ist es einfach entstanden, dieses Interesse, dadurch, dass ich 10 Jahre als Lehrerin vorher gearbeitet habe, bevor ich jetzt ganz Vollzeit in das Programm eingestiegen bin, dass ich gemerkt habe, dass das eigentlich ein brennendes Thema ist, mit dem wir uns an die nächste Generation wenden müssen. Und da haben wir einfach verschiedene Ansatzpunkte und ja, sind dadurch immer wieder selber ins Gespräch gekommen als Ehepaar und haben dadurch beschlossen, dass wir da was tun wollen, dass wir der Wissenschaft helfen wollen und dass wir die nächste Generation inspirieren wollen, über dieses Thema nachzudenken und positiv in Berührung zu kommen mit dem Thema. Nein, das ist ja jetzt schon gelungen. Ne? Sie haben sich vorgenommen, da etwas zu bewegen und ich glaube, das Interesse
was die Menschen an ihrem Projekt und nicht nur an der Segelregatta, sondern auch an ihrem Umweltengagement nehmen, ist ja phänomenal groß. Insofern dürften Sie eigentlich schon fast zufrieden sein. Nun, Frau Lorenzen-Herrmann, habe ich gesehen, in Ihrem Projekt beschäftigen Sie sich vor allen Dingen mit der Herstellung von Unterrichtsmaterialien. Gibt es daneben noch viel mehr, was wir wissen sollten? Also das ist ganz vielschichtig. Wir sagen immer, Segeln, Wissenschaft und Bildung sind bei uns verknüpft und könnten nicht ohne einander. Ja. Also wir, ja, man muss sich einfach vorstellen, dieses Boot ist gleichzeitig jetzt ein Forschungsboot gewesen. Wir haben es viel aus sportlicher Hinsicht gesehen, wie Boris da um die Weltmeere jagt. Aber wir haben auch einen Datensatz einmal um die Welt erheben können, was toll ist. Der hat eine Qualität, als wären wir mit einem Forschungsschiff da einmal rumgefahren. Und die Daten werden international Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt, weil auch die Qualität der Daten gesichert ist. Und genau diesen Aspekt nehmen wir mit in die Schule. Kinder sind begeisterungsfähig über Sport. Diese coolen Typen heizen da über die Weltmeere und erleben große Abenteuer, die die Kinder einfach packen. Und über diesen positiven Aspekt führen wir Kinder heran. Aber was ist da eigentlich noch mehr? Warum interessiert sich so ein Segler für Wissenschaft? Und was müssen wir eigentlich noch alles erforschen, um überhaupt verstehen zu können, was da los ist? Und über diese Themen führen wir die Kinder dann ganz positiv an dieses doch ja sehr negativ behaftete Thema. Aber ohne diese positiven Emotionen können die Kinder nicht lernen oder diese Begeisterung verspüren. Und das Interesse wird sonst nicht so schnell geweckt. Und das ist ganz toll, dass das darüber wirklich passiert, dass die Kinder sich für Wissenschaft interessieren und dann am Abendtisch mit ihren Eltern darüber reden und sagen, wusstest du eigentlich? Und ich habe vor einer ganz tollen Lösung gehört, zum Beispiel mit Wellenkraft Strom herzustellen und erlangen so einfach Wissen, was wichtig ist, um was zu bewegen. Und wir lassen die Kinder frei entscheiden, ob sie was tun wollen, ob sie aktiv werden wollen. Und was wir spüren, ist aber, dass sie einen ganz tollen Drang haben, aktiv zu werden, dass sie das total berührt und sie ganz empathisch an dieses Thema herangehen und was ändern wollen. Und das ist einfach ein ganz toller Moment, der dadurch entsteht. Und deshalb war für mich auch die Platzierung wirklich zweitrangig, weil ich immer gesehen habe, wow, wir können diese Daten messen und wir nehmen so viele Kinder und Erwachsene mit und können sie inspirieren für dieses Thema, damit überhaupt erstmal in Berührung zu kommen und das auf eine positive Art und Weise. Sie haben ja eben gesagt, Sie sind nicht mehr im Schwerpunkt als Lehrerin tätig, arbeiten aber im größeren Zusammenhang noch pädagogisch und gehen mit Ihren Themen auch an die Schule. Genau. Wird Boris Herrmann in Zukunft ab und zu mitgehen oder hat er das in der Vergangenheit schon getan? Ja, also wir ganz viel lebt das Projekt durch einen Live-Austausch und Identifikation. Vor der Covid-Zeit haben wir die Kinder eingeladen, an Bord zu kommen und wirklich aus erster Hand dieses mobile Labor zu erforschen, mit Boris ins Gespräch zu kommen, alle Fragen stellen zu dürfen. Und jetzt gehen wir natürlich viel auf Zoom-Calls und auch Live-Momente. Die Kinder waren verbunden mit Boris an Bord während dieser Fahrt aus ihren verschiedenen Klassenzimmern. Und das Gleiche machen wir mit den Wissenschaftlern auch, mit denen wir eng zusammenarbeiten, vom GEOMAR, vom Max-Planck-Institut. Wenn die auf Konferenzen sind, nehmen sie die Kinder mit. Die können aus den Klassenräumen zu ihnen sprechen und erfahren, was da eigentlich auch los ist im wissenschaftlichen Diskurs. Und das ist ein ganz toller Moment, wo die Kinder wirklich dann da sitzen und sagen, oh, gleich ist Boris da bei uns auf dem Smartboard. Und das sind irgendwie ganz tolle Momente, wo du ja auch viel Kraft rausschöpfst, ne? Zu sehen, was für kleine Fans da überall sitzen. Ja, und wir haben wirklich viel Kontakt mit Schulen in verschiedenen Ländern. Und dann bekomme ich manchmal einfach nur eine Sammlung von Fragen der Kinder auf WhatsApp und schreibe ein paar Antworten oder spreche eine Sprachnachricht drauf, was ich halt schaffe auf sie. Manchmal mache ich den Kindern ein Video, was sie dann in ihrer Klasse abspielen. Oder jemand anders aus dem Team, das nicht immer alles an mir hängt. Ich kann auch nur begrenzt viel machen. Sodass wirklich möglichst zu diesem edukativen Material, was Birte erstellt hat mit meiner Hilfe oder was wir zusammen gemacht haben mit dem Team auch. Das hatten wir jetzt in 8 Sprachen. Und das soll natürlich möglichst immer lebendig die Möglichkeit sein. Und der Lehrer und Lehrerinnen fragen dann manchmal. Und manche benutzen das ohne direkten Austausch. Natürlich können wir nicht immer mit allen sprechen, aber soweit wir können, klicken wir uns ein und liefern zumindest ein Foto oder ein paar Antworten und mit manchen Klassen dann auch natürlich diese Live-Gespräche. Als wir mit Greta Thunberg über den Atlantik gesegelt sind, hatte sie ein bisschen eine journalistische Pause, sage ich mal, eine journalistische Schaffenspause,
in ihrem Dauerbeschuss von den Medien. Das einzige Live, das einzige Gespräch, was sie geführt hat, war mit einer Hamburger Schulklasse live per Handy-Videokamera und hat die Fragen der Kinder beantwortet. Und das ist natürlich immer was super Faszinierendes für die Kinder. Wie ist das eigentlich bei Ihnen entstanden? Hat das was mit dem Segeln zu tun? Ihre Frau hat eben schon gesagt, naja, wenn man ständig auf dem Meer unterwegs ist, macht man sich auch Gedanken über das Medium, auf dem man unterwegs ist und ist an dessen Erhaltung und bester Qualität interessiert. War es das oder gab es das bei Ihnen schon vorher? Ja, tatsächlich. Also es sind ja diese zwei Bereiche, der edukative Bereich und der Wissenschaftsbereich. Und das mit den Schulen hat sich ad hoc und ganz natürlich entwickelt. Schon als wir uns kennengelernt haben vor vielen Jahren, hat Birtes Schulklasse hier in Hamburg-Stelling meine Weltumsegelung damals verfolgt. Und die Kinder waren außer Rand und Band und wollten, dass das andere Schiff untergeht. Da musste sie denen erstmal beibringen, dass das unsportlich ist, sowas den Kindern zu wünschen. Und so haben wir auch gemerkt, was für ein Potenzial Begeisterung das bei den Kindern hat. Und die reißen einem das dann natürlich aus den Händen, wenn man als Lehrer da ankommt mit so einer Geschichte und der ist dann tatsächlich da auf See und antwortet und so. Ne? Und das, das haben wir dann einfach weiterentwickelt über die Jahre und dazu kam dann immer diese Neugierde, was ist eigentlich mit dem Ozean? Also Klimawandel war mir sozusagen bewusst, ist irgendwie das wichtigste Thema unserer Zeit. Und da habe ich mal gedacht, ist eigentlich schade, dass ich nicht Ballonfahrer oder Flugzeugpilot bin oder sowas, weil Ozean ist nun mal mein Medium, und aber Klimawandel das wichtigste Thema. Wie kriege ich das zusammen? Und dann habe ich eigentlich relativ bald haben wir dann begriffen, dass der Ozean eigentlich eine absolut zentrale Rolle fürs Klima, für das ganze Erdsystem spielt. Ich meine, die ganze Wärmeenergie der Erderwärmung wird fast ausschließlich im Ozean gespeichert, 93%. Ja. Er nimmt ganz viel CO2 auf. Er erzeugt den Sauerstoff von jedem zweiten Atemzug, den wir einatmen. Und ganz, ganz enger Zusammenhang Klimawandel und Ozean. Wandel und daher ein ganz großes Interesse, den Ozean besser zu verstehen, die Veränderungen des Ozeans, und alles fing an mit Birtes, oder dann konkreter zu werden, fing an mit Birtes Eltern, die leben in Kiel, da ist Birte auch aufgewachsen, auch segelnderweise damals, und Birtes Eltern als Rentner gehen dann zur öffentlichen Vorlesung in der Universität und haben uns Bescheid gesagt, dass ein Professor vom Geomar-Institut dort einen öffentlichen Vortrag hält über Segeln und Science. Da sind wir dann hingefahren nach Kiel und haben gesehen, wie der erklärt, am Beispiel des Volvo Ocean Race, Mannschaftsrennen um die Welt, haben die diese Messungen schon gemacht. Und dann haben wir ihn direkt danach angesprochen, Dr. Torste Tanur, der das geleitet hat, ein Schwede, gesagt, oh, wir segeln auch um die Welt, wir haben ein Schiff, wir möchten auch gerne so ein Messgerät mitnehmen, wir möchten da gerne mithelfen, das ist ein spannendes Projekt. Und er sagte, ja, können wir uns gerne unterhalten, jetzt, wenn ihr wollt. Und dann sind wir sozusagen in die Dönerbude, weiß ich noch, es war Winter, mit dem Wintermantel standen wir in der Dönerbude neben dem Geomar-Institut, und da fing alles an, 2017. Und 2018 haben wir dann das Labor eingeweiht in Kiel. Ulf Kämpfer, der Oberbürgermeister von Kiel, ist damals netterweise an Bord gekommen, und so ist das alles seinen Gang bestimmt. Ich habe ein Sabbatjahr genommen und hatte dann aus dem Sabbatjahr die Möglichkeit, das Programm zu entwickeln und die Erfahrung aus der Praxis einfach mitzunehmen. Und ja, dieser Moment aus Schule raus und aber immer wieder in Schule rein, das ist irgendwie das, was jetzt gerade total Spaß bringt, da nochmal von einer anderen Perspektive ranzugehen. Ja. Ist das eigentlich so, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie zu tun haben, an ihrem Herzensanliegen Umwelt mehr Interesse haben als am Segeln, oder ist das gleich verteilt in den Altersgruppen der Bevölkerung? Also das ist ja so ganz kindlich. Ne? Die Frage, an was siehst du da für Tiere? Oder kannst du den Klimawandel im Ozean sehen? Ne? Oder ja, sehr unterschiedlich. Also je nach Altersgruppe. Wir haben so als Zielgruppe 9 bis 14 Jahre. Und die Grundschüler, da geht es natürlich viel über die Tierwelt und eine Betroffenheit. Was passiert eigentlich mit den Tieren und Pflanzen unter Wasser? Ja. Klar, die Älteren, bei denen geht es dann schon um Treibhauseffekt und inwiefern kann Boris Auswirkungen des Klimawandels sehen. Also da kommen sehr, sehr intelligente Fragen und sehr... Ja, wirklich auch Fragen, die wir sonst in den Medien gar nicht so beantwortet kriegen. Und das ist total spannend, weil wir die dann an Boris einerseits weitergeben, aber auch an die Wissenschaftler weitergeben. Und ich habe nicht auf alles eine Antwort. Und das ist auch toll zu sehen, weil es auf vieles noch gar keine Antwort gibt. Und das weckt das Interesse der Kinder, sodass
auch einfach Berufsgruppe Deutsch. Wir versuchen zu zeigen, da sind spannende Berufsfelder, das könnt ihr alles erforschen oder ihr könnt in der Wirtschaft, in der Politik ganz viel verändern und da wartet ganz viel Arbeit auf euch, die total toll und spannend ist und ganz positiv behaftet ist. Und wir haben unser Toolkit zum Beispiel erweitert um tolle Lösungen von klugen Köpfen, so nennen wir das immer. Und dazu kommen eben auch viele Fragen. Wie funktioniert dies? Wie funktioniert das? Gibt es Hoffnung? Können wir irgendwas tun? Was kann ich zu Hause tun? Was kann ich in der Schule tun? Und das ist natürlich altersunabhängig, altersabhängig, was da gefragt wird. Aber bei den Kleinen gehen wir ganz viel so über die Schönheit des Meeres und warum es überhaupt erstmal schützenswert ist. Und das Material, was Sie herstellen, das kann man sich dann übers Internet runterladen? Oder? Genau, das ist für alle Klassen kostenfrei zur Verfügung, ab 8 Sprachen. Also kann auch durchaus für den Sprachenunterricht verwendet werden. Es gibt auch die Möglichkeit, interkulturell in Austausch zu kommen mit anderen Klassen auf der Welt, die zum selben Thema arbeiten. Das ist vielleicht für einige auch ganz spannend. Und ja, wir haben es auch in gedruckter Form. Es ist einfach da, kann verwendet werden, ohne großen Aufwand. Und man kann morgen beginnen. Lieber Boris Herrmann, Sie sind ja wahrscheinlich irgendwann, haben Sie mal klein angefangen, inzwischen sind Sie Profisegler. Was ich mich gefragt habe, sind Sie eigentlich mit dem Umweltanliegen unter den Profiseglern so ein Solitär? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ein ganz hartes Geschäft. Ne? Man ist bei jedem Rennen, wahrscheinlich auch im Rennen um Sponsoren. Und die Sponsoren sind nicht immer in gleicher Weise wie Sie interessiert am Umweltthema. Sind Sie so etwas wie ein Solitär in der Runde oder würden Sie sagen, jetzt mit Blick auf die Mitsegler der Regatta, dass dieses Umweltanliegen doch bei den meisten verankert ist? Also ich würde sagen, dass sowohl bei den Seglern, bei den Rennveranstaltern als auch bei den Partnern und Sponsoren das Thema ganz wichtig ist. Und es ist auch durchaus ein Alleinstellungsmerkmal für uns als Team, dass wir da schon wirklich was vorzuweisen haben, dass wir da ein konkretes Programm mit Aktionen haben. Und das würde ich sogar sagen, ist ein Grund dafür, dass bestimmte Partner uns unterstützen. Kühner Nagel zum Beispiel, das Logistikunternehmen, ist kümmert sich selbst um CO2-Neutralität und forscht und überlegt, wie Transport-Impact günstiger sein kann in Zukunft. Und unterstützt im Wesentlichen dieses Erfassen der Daten, uns als Forschungsschiff. Also das ist ein Unternehmen, was traditionell nie Werbung macht und auch kein Sportsponsoring, aber als unterstützenswert ansieht, dass wir als Forschungsschiff um die Welt segeln, natürlich im Rahmen dieses Abenteuers mit einer gewissen Öffentlichkeitswirkung. Und insofern greift es super Hand in Hand und ich finde, dass Segelsport natürlich irgendwie auch prädestiniert dafür ist. Wir nutzen die Kraft der Natur möglichst effizient aus durch Hightech. Und damit ist es, finde ich, auch, ja, kann es auch ein starkes Symbol sein, für was ich mir wünsche und was hoffentlich in der Zukunft mehr und mehr wir sehen werden. Das Nutzen noch mehr der Naturkräfte durch Hochtechnologie, und dafür sind wir ja auch in Deutschland eigentlich prädestiniert, solche Dinge weiterzuentwickeln. Und also das passt toll zusammen und viele andere Konkurrenten finden das auch klasse und manche scheitern auch an ihren Partnern, die sagen, nee, also Umwelt wollen wir jetzt nicht groß drüber reden, weil wir sind vielleicht, keine Ahnung, das passt zu uns nicht so. Ja, ja, ja. Das gibt's auch, aber die gesamte Klassenvereinigung und unsere Eigner, unsere Gruppe hat gemeinsam das als Programm. Wir haben eine Person fest eingestellt, die bei uns im Büro der Klasse, dieser Rennorganisation, sich darum kümmert, diese Programme zu koordinieren. Wir haben eine gemeinsame Partnerschaft mit IOC UNESCO eingerichtet, sodass wir mit mehreren Schiffen auch diese Messbojen jetzt mitgenommen haben, die dann ausgeworfen wurden im Ozean. Ich hatte eine davon, so eine Messboje treibt für 4 bis 5 Jahre im Ozean und wird vorher von Schulklassen adoptiert, sodass sie ihren Namen aufschreiben und das auch live die Position. Die pumpt weiterhin Daten in die wissenschaftlichen Institute. Genau, diese Messbojen sind im Prinzip unser Fieberthermometer für den Ozean, was wir als Menschheit haben. Es gibt 4.000 bis 5.000 davon, die im Ozean, in den Ozeanen, in den Weltmeeren rumtreiben. Daher wissen wir ziemlich genau über die Temperatur Bescheid, auch in die Tiefe. Die tauchen also bis zum Meeresgrund, bis zu 2.000, 3.000 Meter Tiefe alle 10 Tage und tauchen wieder auf und senden dann per Satellit dieses tiefen Temperaturprofil. Also wirklich ganz tolle Technik, dass sie das über so viele Jahre mit so einer kleinen Batterie schaffen.
Und die gehen natürlich alle paar Jahre oder regelmäßig müssen die ausgetauscht werden, weil natürlich davon immer welche kaputt gehen oder dann alle sind. Und das können wir zum Teil mit übernehmen, wenn wir an Flecken vorbeisehen, wo die genau hinbringen. Und wenn wir es nicht machen würden, fahren tatsächlich die Forschungsinstitute manchmal, also es ist national-hoheitliche Aufgabe, bei uns in Deutschland wäre es das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, hat dann die Aufgabe, diese Dinger irgendwo im Ozean an die richtige Stelle zu bringen. Es ist natürlich besser, wenn wir das ohne CO2-Ausstoß beim Segeln machen. Ja. Vielleicht ist es auch wichtig zu verstehen für diese Forschungsfahrt, wenn wir uns die Weltmeere angucken und sehen, wo sind eigentlich Forschungsschiffe langgefahren, wo haben wir Datensätze, dann sieht man immer ein schwarzes Loch in den Südmeeren. Und da gibt es einfach keine Daten. Also alles, was wir darüber wissen, sind Vermutungen, sind Modellrechnungen. Und jetzt hat Boris es eben geschafft, durch diese Gewässer zu fahren, die einfach zu gefährlich sind für Forschungsschiffe, auch zu teuer, da so hinzufahren. Und da gibt es jetzt das erste Mal einen Datensatz einmal komplett um die Welt und vor allen Dingen durch die Südmeere. Und daher war das auch mit so viel Spannung behaftet für die Wissenschaftler, endlich zu sehen, sind eigentlich diese Modellrechnungen, die wir gemacht haben, richtig? Sieht es da wirklich so aus? Bestätigen die Daten das, was wir angenommen haben? Oder sieht es vielleicht dort unten in den Südmeeren ganz anders aus? Und das gibt diesem segelnden Forschungsschiff auch nochmal die Berechtigung, das, was Besonderes ist, was die Forschungsschiffe eben an der Stelle nicht leisten können und nicht schaffen können. Und das macht diesen Ich bin mir ganz sicher, bei den Forschungsinstituten reifen jetzt schon Ideen, welches kleine Forschungslabor sie Ihnen bei der nächsten Regatta mitgeben. Marie-Louise macht uns darauf aufmerksam, dass die halbe Stunde, die wir zum Gespräch zusammenkommen wollten, schon leider schon etwas länger vorbei ist. Ich hätte 1000 Fragen, die ich Ihnen noch stellen könnte. Ich will Ihnen nur sagen, nicht nur, Hermann, während der Regatta sind Sie sympathisch herübergekommen, sondern auch das Thema, was wir jetzt überwiegend diskutiert haben, Ihr Engagement, Ihre Leidenschaft für Umwelt und den Kampf gegen Klimaveränderung, das machen Sie genauso überzeugend wie das Segeln. Deshalb kann ich jetzt bis hierher nur mal herzlichen Dank sagen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit, zur Verfügung zu stehen. Und das Gespräch setzen wir dann bei anderer Gelegenheit nochmal hier in Berlin im Schloss Bellevue fort. Ich lade Sie jetzt schon ein. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir laden Sie gerne ein, wenn Sie die Gelegenheit haben, mal an Bord zu kommen, gemeinsam mit uns einen Schlag zu segeln. Wo liegt das mal jetzt? Wo liegt jetzt das? Im Moment noch in Frankreich im Zielhafen, aber wir bringen das Schiff auch mal nach Deutschland, dann sagen wir Ihnen rechtzeitig Bescheid. Würden wir uns sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung Danke. Zu diesem Gespräch. Alles Gute. Ganz vielen Dank. Tschüss. Ja. Herzliche Grüße. Ja.